Ja, hallo NES-Freunde, heute kommen wir zu einem eher ungewöhnlichen NES-Let's Play, nämlich im Zuge dessen, dass ich alle NES-Games einmal anspiele, bin ich gelandet bei Athletic World. Kleines Problem bei der Sache ist, das Ganze kann man nur mit so einer Tanzmatte spielen, also mit so einer Matte, die man am Boden legt und dann drauf rumtrampelt, die ich natürlich nicht besitze und auch nicht an meinen Emulator anschließen kann. Also werde ich das versuchen, mit der Tastatur zu spielen. Ja, ich weiß, es ist nicht, natürlich nicht annähernd ein ähnliches Feeling, aber da ich mir vorgenommen habe, jedes NES-Game einmal zu zocken, muss ich auch irgendwie zu dem kommen. Also, das waren die großen Vorworte. Es geht los. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie hier die Tastenbelegung ist. Und ich werde mich da irgendwie durchfuchsen müssen. Mal schauen. Okay, ich will starten. Ich probiere mal alle Knöpfe durch. Es sind verdammt viele Knöpfe auf dieser Tanzmatte. Aha. Okay, F ist vorwärts gekommen. Ah, hingefallen. Was hast du? FFF. Ah! Wahrscheinlich kann man auch irgendwie kürzer springen. Ah, hätte ich wieder drücken müssen. Nicht so einfach. Nicht so einfach. Ah, einmal weniger drücken. Also mit der Tanzmatte war das sicher ein Hit. Da gab es auch Fernsehübertragungen damals im ORF, glaube ich, wo sie das gespielt haben im Fernsehen. Und das fand ich immer ganz super und wollte das immer mal spielen. Tja, jetzt spiele ich es. Leider ohne Tanzmatte. Ohne Tanzmatte. Nur der halbe Spaß. So, Beginner. Wie komme ich da jetzt weiter? Ich drücke mich da mal durch die Tasten durch wieder. Start vielleicht? Aha. Ja. Pff, muss ich das jetzt echt alles eingeben? Na, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Okay, geht's jetzt schon los oder was wieder? Okay. Es kann losgehen. Was muss ich hier drücken? Problem, ich weiß einfach nicht. Ich drücke da auf Controller und Tastatur herum. Und es tut sich nichts. Wieso tut sich da nichts? Ich habe alle Tasten durchgedrückt, glaube ich. Hallo. Let's go. Vorhin hat es doch auch geklappt. Come on. Na, geht nicht. Wieso? Mag ich mich jetzt nicht. Moment. Vielleicht nochmal auf Tanzmatte setzen. Powerpad heißt das. Komm schon. Lass mich jetzt nicht hängen. Powermatte. PowerPad, komm schon. Tu was. Okay, ich reset das Ganze nochmal. Ja, es war mir klar, dass das wahrscheinlich nicht gut funktionieren wird. Aber es geht mir eigentlich mehr darum, alle wirklich mal angespielt zu haben. So, was haben wir da? Versuchen wir das mal. Okay, es ist eigentlich das gleiche mit anderer Grafik, oder? Schauen wir mal. Ah, das geht jetzt. Training nimmt auch irgendwas, aus welchen Gründen. Bisschen wild schon. Wahrscheinlich kann ich jetzt die Bahn irgendwie noch ändern normalerweise. Ja, muss ich herausfinden, wie ich die Bahn ändern kann. Das weiß ich natürlich nicht. Ah. Okay, so gehe ich zurück.
so springe ich weit. Ah ja, er überholt mich die Schildkröte da. Ah, so rennt man, okay. DF ist Rennen. Komm schon, rein ins Ziel. Also das hätte mir sicher super gefallen, NES mit der Tanzmatte. Wäre sicher voll Hit gewesen. Ja, ja, schade, schade. Ich habe da so eine Tanzmatte für die Wii. Aber ich fürchte, das Game gibt es nicht für die Virtual Konsole. Oder ich mich da, ich weiß es nicht. Aber ich hätte es jetzt nicht darin dran. Starten. Ah, jetzt darf ich nicht durch den Tunnel, okay. Ach gut. Go. Das ist immer so lang, braucht zum Starten. Laufen, 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 laufen. Wow. Mit zwei Fingern. Ja, mit zwei Händen ist besser so. Ja, super nette Grafik. Ja, 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 da bräuchte man eine Tanzmatte. Ja, mit Emulator ist echt nur der halbe Spaß, was soll ich euch sagen. Sonderlich umfangreich ist das Spiel allerdings nicht. Es ist mehr oder weniger immer das gleiche, einfach ins Ziel rennen. Schau da. Nummer 4. Hop along. Aha. Da muss ich jetzt wahrscheinlich wieder rauf und runter wechseln. Ich weiß nicht, welche Tasten das sind. Schauen wir mal. Komm schon. Es geht. Bereit. Und dort ist immer so lang. Jetzt glaube ich, wie das geht. Nicht, dann macht es nur ein Tüten und alles geht. Oder auch nicht. Kein Tüt. Hallo. Was ist da los? Ah. Das nervt. Moment. Input. Neu ausrichten vielleicht. Powerpad, Eingabe. Na. Okay, mein Reset. Drafting. Ah ja. Nun ein ganz anderes. Und das startet auch nicht, oder was? Ha! Nein! Gut. Ja, jetzt wo ich es aufgeben wollte, macht's auf einmal was. Ah! Ja. Was muss ich machen? Sobald ich was drücke, fliege ich ins Wasser. Dann muss ich beim Aufkommen vielleicht auch nochmal was drücken. Moment, ich versuche beim Aufkommen nochmal was zu drücken. Na, bringt nichts. So geht's irgendwie ein bisschen. Hey, wie geht das? Ich
ich gebe es auf. Ich habe es versucht, ich habe mir das Spiel angesehen. Ich bereue es sehr, dass ich es damals zu meiner NES-Zeit nicht hatte. Was ich ein cooles Spiel mit Tanzmatte. Wenn ihr das Spiel mit Tanzmatte habt, schreibt mal rein, wie cool das Zeug ist. Würde mich interessieren. Ja, was soll ich sagen? An der Stelle mache ich leider schon wieder Schluss. Leider. Wenn ihr noch mehr NES-Zeug sehen wollt, NES-Zeug, das ich wirklich spiele und nicht nur am Kotzen bin, weil ich keine Tanzmatte habe, gibt es hier drüben. Und unten gibt es jeden Tag ein neues NES-Video. Also abonnieren. Ciao, ciao.